So, guten Morgen. Oh, sehr, doch mehr als das letzte Mal, wo ich mich umgedreht hatte und geguckt hatte. Es sind einige dazugekommen. Ja, es gibt nichts Besseres, was wir heute Morgen tun können, als den Namen Jesus zu erhöhen und ihn zu ehren und zu loben und zu preisen. Es gibt keine bessere Verwendung unserer Zeit. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, Herr, dass du in unserer Mitte bist. Ich danke dir, dass du das Zentrum bist, Herr. Und wir möchten auch, dass du das Zentrum bist. In unserer Gemeinde, Herr, in diesem Raum jetzt, in diesem Gottesdienst, Herr, in dieser Predigt, in allem, in unserem Herzen, Herr, sei du das Zentrum. Herr, wir möchten dich erhöhen und deinen Namen erhöhen. Und Herr, wir möchten dir dienen und wir möchten von dir hören. Und wir möchten jetzt auch deinem Heiligen Geist die Freiheit geben, zu uns zu sprechen und zu wirken. Amen. So, ja. Kleine Physikstunde. Wow, das ist spannend. Jeder liebt Physik, ne? Ganz bestimmt. Es war immer in der Schule. Ich habe eine Zeit lang Physikunterricht gegeben an einer christlichen Schule in Heidelberg. Und das war immer so eines der meistgehassten Fächer von den Schülern. Physik und Mathematik, das waren so die... Ich habe es immer geliebt. Für mich war es immer super. Es gibt Kräfte, ja, in der Physik. Kräfte, die permanent wirken. Zum Beispiel die Schwerkraft. Ein Ball oder etwas, das ist schwer, eine Kugel oder irgendwas, wird ständig von der Schwerkraft nach unten gezogen. Wir werden von der Schwerkraft nach unten gezogen. Ja? Und wenn man älter wird und die Haut ein bisschen lockert, dann zieht die Schwerkraft das immer mal nach unten. Nicht bei uns. Um in der Luft zu bleiben, zum Beispiel ein Flugzeug, muss permanent gegen diese Schwerkraft ankämpfen. Wenn man nicht permanent gegen die Schwerkraft ankämpft, dann verliert man irgendwann und geht nach unten. Wir hatten das Unglück in diesem Hotel in der Pfalz vor kurzem, ja, wo man die Nachrichten habt, da bestimmt mitbekommen, wo ein Stockwerk eingekracht ist. Ja, das ist die Schwerkraft. Irgendwann kam der Punkt, wo die Wände nicht mehr standhalten konnten und ein Stockwerk kollabiert ist. Dann gibt es noch eine andere Art von Kraft. Habt ihr vielleicht schon mal ein Experiment gesehen? Wenn man ein Rad schnell dreht und versucht es dann zu neigen, dann will es immer wieder zurück, kämpft dagegen in den ursprünglichen Zustand. Deswegen ist auch ein Gewehrlauf so gemacht, dass die Kugel, die durch den Gewehrlauf geht, einen Drall bekommt. Und wenn die Gewehrkugel einen Drall hat, dann fliegt sie gerade und taumelt nicht so durch die Luft. Dann fliegt sie wesentlich weiter. Also dann nutzt man die Kräfte, die darauf aufwirken, die wirken, um etwas in einer Position zu halten. Wieder mal im Flugzeug, ihr habt immer Flugzeugbeispiele bei mir. Im Flugzeug, da gibt es ein Instrument, das nennt sich das künstliche Horizont. Ja, das ist ganz wichtig im Cockpit, weil wenn man in Wolken ist oder wenn man nichts sieht, dann muss man sich auf dieses Instrument verlassen, damit man gerade fliegt. Und das funktioniert so, dass es eben diese Gyroscopes auf Englisch, also diese drehenden Räder in sich hat, die ganz schnell drehen und das in einer Position halten. Und auch wenn das Flugzeug sich dreht, so bleiben diese Räder doch gleich und dann sieht man, wie das angezeigt wird, in welcher Lage man ist. Magnetismus, auch so eine Kraft, die ständig und permanent wirkt. Es gibt Geschichten von Schiffen und Flugzeugen, die sich verirrt haben, weil irgendein magnetischer Gegenstand in der Nähe vom Kompass war und den beeinflusst hat. Magnetismus, da gibt es einmal die anziehende Kraft, Nordpol und Südpol, zieht sich an, oder die abstoßende Kraft, ja, Nordpol und Nordpol oder Südpol und Südpol, die kriegt man nicht zusammen, die
Permanent sind diese Kräfte und wirken diese Kräfte. Und das sind nicht nur kurze Kräfte, ja? Wenn ich jetzt jemanden schubse, das ist eine kurze Kraft. Aber diese Kräfte, von denen ich rede, die sind einfach immer da. Und so ist es auch mit uns. Solange wir im Fleisch sind, gibt es Kräfte, die permanent auf uns einwirken. Es gibt Dinge, die nicht gut sind, zu denen wir immer hingezogen werden in unserem Fleisch. Und es gibt Dinge, die gut sind, von denen wir immer wieder weggezogen werden von unserem Fleisch, die unser Fleisch abstoßen möchte. In Matthäus Kapitel 26, Vers 41 sagt Jesus: Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, ganz berühmter Vers. Aber da steckt so viel Wahrheit drin. Ja, wie oft wollen wir oder nehmen wir uns vor, ich will jetzt das und das tun. Aber dann kommt das Fleisch, dann kommt der innere Schweinehund. Und wir werden wieder gezogen. Wir müssen dagegen ankämpfen, wenn wir das auch tun wollen. Jesus kam im Fleisch und er weiß genau, wie schwach unser Fleisch ist und wie einfach es ist, der Versuchung oder manchen Versuchungen nachzugeben. Das Fleisch ist schwach, weil es eben immer wieder diese Neigungen hat, die nicht gut sind. Immer wieder zur Sünde hingezogen wird. Ich habe angefangen mit Physik, diese Kräfte. Warum lernen wir das? Damit wir bestimmte Dinge verstehen und auch damit arbeiten können und die auch ausnutzen können. Ja? Und damit wir sie vorhersagen können. Kommen wir wieder zu dem Bild. Warum sind wir vorsichtig, wenn wir auf einer Leiter stehen? Oder wenn wir balancieren oder wie hier, wenn wir die Treppe runterlaufen, vielleicht wenn es eine steile Treppe ist mit kleinen Stufen, dann sind wir extra vorsichtig. Wir sind vorsichtig, weil wir die Schwerkraft kennen, die uns, wenn wir fallen oder wenn wir stolpern, nach unten zieht und wir fallen. Mein Fluglehrer hat immer gesagt, der Absturz bringt dich nicht um, der ist nicht schlimm, der tut nicht weh, es ist der Aufprall am Ende. Aber es ist was uns unser Leben lang begleitet, diese Schwerkraft, die uns nach unten zieht, die, wenn wir nicht aufpassen, uns wehtut, wo wir uns auch verletzen können, wo wir sogar sterben können. Der Titel von der Predigt heute ist die Schwäche der Menschen. Und ich möchte heute mal über drei universelle Schwächen reden, die die Menschheit als Ganzes hat, die man immer wieder sieht, die auch in der Bibel immer wieder vorkommen. Aber obwohl ich mich heute bloß auf diese drei Schwächen konzentriere, ist es gut, sich generell immer wieder bewusst zu machen, was unsere Schwächen sind. Ja? Genauso wie wir uns bewusst sein müssen, es gibt diese Schwerkraft und wenn ich nicht aufpasse, dann falle ich. So müssen wir uns über unsere Schwächen bewusst sein, damit wir auch da aufpassen und nicht fallen. Und jeder von uns hat ganz unterschiedliche Schwächen. Ja? Es gibt die Schwächen, über die ich heute rede, die sind universell. Die gelten für alle Menschen in der ganzen Welt. Aber dann gibt es ja noch die individuellen Dinge. Ja? Der eine hat ein Problem mit einer Sache, wo ein anderer vielleicht überhaupt kein Problem mit hat. Eine Kultur, ja, auch kulturell gibt es Stärken und Schwächen, eine Kultur ist in einer Sache gut, in einer anderen Sache schwach und eine andere Kultur ganz anders, unterschiedlich. Die erste Schwäche, über die ich heute reden möchte, ist die Eifersucht.
In 1. Mose 4, die Verse 3 bis 5 und 8. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und dann in Vers 8, und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Eifersucht. Wenn andere etwas haben oder etwas bekommen, das man selbst gerne hätte. Das ist das eine, was Eifersucht auslöst. Aber das andere, was wir auch hier sehen, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Wenn man das Gefühl hat, der eine bekommt eine bessere Behandlung als man selbst. Dann kommt diese Eifersucht hoch. Auch zusammen mit dem Gerechtigkeitssinn oftmals. Anderes Beispiel. 1. Mose 27, 6 bis 7. Da redete Rebekka mit ihrem Sohn Jakob und sprach: Siehe, ich habe gehört, wie dein Vater mit deinem Bruder Esau redete und sagte: Bring mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, das ich esse und ich segne vor dem Angesicht des Herrn, ehe ich sterbe. Isaak möchte Esau, seinen Lieblingssohn, segnen. Seine Frau Rebekka bekommt das mit und erzählt es ihrem Lieblingssohn, dem Jakob. Und dann kommt die Eifersucht. Rebekka und Jakob wollen diesen Segen haben, den Isaak eigentlich dem Esau geben möchte. Und ihr kennt bestimmt die Geschichte, was danach passiert. Ja, der Jakob schummelt sich den Segen. Also er tut so, als ob er Esau wäre, mit Fell, weil der Esau haarig war. Und Rebekka macht ihm ein schönes Gericht, das Lieblingsgericht. Sie kennt ja ihren Mann, weiß, was er gerne isst. Und dann bekommt er den Segen. Anstelle von Esau. 1. Mose 37, Verse 3 bis 4. Israel, also nicht die Nation, sondern hier geht es um die Person Israel, Jakob, hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Und als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Ja, die Brüder waren eifersüchtig auf Josef, lustigerweise. Genau dieser Josef, der Jakob war, der ja den Segen geschummelt hat aus Eifersucht. Es kommt immer wieder. Diese Eifersucht. Und es ist unglaublich und beängstigend, was die Menschen bereit sind zu tun aus Eifersucht. Ja, die Bibel ist voll von Beispielen davon und wir kennen sicherlich auch viele Beispiele aus unserem Leben, wo Eifersucht, wo wir vielleicht sogar selbst eifersüchtig waren und Dinge getan haben, die nicht richtig sind. Und dabei macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, wenn man mal logisch das betrachtet. Ja? Was liegt mir daran, ob mein Nachbar irgendwas hat oder nicht hat? Ja? Und warum sollte ich ihm was Böses wünschen, nur weil er etwas bekommen hat, das ich gerne hätte? Ja, der Josef war ja nicht dran schuld, dass sein Vater ihn bevorzugt hat. Ja? Aber der Hass hat sich gegen den Josef gerichtet. Und dann haben die Brüder eine Sünde begangen.
an Josef. Man erkennt es schon in kleinen Kindern, wie stark diese Eifersucht sein kann. Ja, wenn der Bruder oder die Schwester oder ein anderes Kind ein Spielzeug hat, ja, dann wird es ganz schnell das eine Spielzeug, das das Kind dann auch selbst haben will. Und dann sieht man auch, was Kinder tun. Nicht das Richtige meistens. Wenn, man muss mal richtig korrigieren als Eltern, dass sie da nicht anfangen zu schlagen und zu weh zu tun den anderen Kindern und so weiter. Also die Eifersucht, die ist in uns drin, in unserem Fleisch, die fängt schon ganz früh an. Und sie drängt uns zu Taten, die nicht richtig sind. Es fängt mit schlechten Gedanken an und es geht bis hin zum Mord, wie wir gesehen haben. So ist die Eifersucht. In Richter Kapitel 2, Vers 12, da steht: Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Auch da ist eine Eifersucht im Volk Israel. Nämlich, dass die anderen Völker Götter hatten, die sie selbst nicht hatten. Und sie wollten die auch haben. Was man selbst hat, wird sehr schnell alt und langweilig. Die Kirschen im Nachbarsgarten schmecken immer süßer, ist das bekannte Sprichwort dazu. Und die Götter in den benachbarten Nationen schmecken auch süßer für das Volk Israel. Und das lässt sich genauso auf die Gemeinde übertragen. Ich meine, wir lesen hier über Eifersucht und diese Dinge in der Bibel. Das steht da nicht drin, einfach so, um uns ein bisschen was Spannendes zum Lesen zu geben, sondern das steht da drin, damit wir das sehen und uns entsprechend auch schützen können. Ja. Wir schauen auch oft auf andere Gemeinden. Oh, diese Gemeinde, bei denen ist der Lobpreis wie ein Rockkonzert, das wollten wir auch haben in meiner Gemeinde. Oder die erlauben dies oder das, bei uns ist das nicht erlaubt. Oder die sind offen für dies oder das, warum wir nicht? Kann sehr schnell auch uns betreffen als Gemeinde. In Richter 10, Vers 6. Aber die Kinder Israels taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war, und dienten den Baalen und Astarten und den Göttern der Aramäer und den Göttern der Zidonier und den Göttern der Moabiter und den Göttern der Ammoniter und den Göttern der Philister. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Wir lesen in Richter immer wieder, ja, Gott züchtigt das Volk, sie tun Buße, tut uns leid, wir haben einen Fehler gemacht. Und gleich danach, gleich die nächste Generation, macht die gleichen Fehler wieder. Und wir lesen hier, das ist nicht nur, dass sie sehen, die Ammoniter da, die Nachbarn, die haben einen Gott, den wir gerne hätten. Nein, alle Nationen um sie herum, alle Völker, von allen haben sie sich die Götter reingeholt. Unglaublich. Wie oft hat Gott sein Volk Israel bestraft wegen Götzendienst? Durch das ganze Alte Testament durch. Wie oft? Und immer wieder. Das liegt daran, dass es diese Neigungen einfach in uns drin gibt, diese Kräfte, die uns immer in bestimmte Richtungen ziehen, unser Fleisch, in die wir nicht gehen sollten. Und wir müssen dagegen ankämpfen. Der Drang zur Eifersucht ist permanent da. Und er hört auch unser ganzes Leben lang nicht auf. Und der Teufel nutzt das aus. Er versucht uns immer wieder mit Dingen,
die uns eifersüchtig machen, zu locken. Und wartet auf den Moment, wo wir schwach sind. Auf den Moment, wo wir nicht aufpassen. Um wieder auf das Hotel zurückzukommen, auf den Moment, wo die Wände nicht mehr stark genug sind, die Etage obendran zu halten und runterkommen. Der Moment, in dem wir der Eifersucht nachgeben und der Sünde verfallen. Das Zweite, das ich habe, ist das Verlangen nach Macht. Das Verlangen auch, selbst ein Gott zu sein, quasi. Wir hatten letzte Woche, hatte ich das Beispiel genannt von Korah, Datan und Abiram, die Macht von Aaron und Mose nicht anerkennen wollten, sondern die wollten diese Macht selbst haben. Das greift auch so ein bisschen mit der Eifersucht zusammen manchmal, ne? Sie waren ja auch eifersüchtig, dass Mose und Aaron diese Macht haben. Aber sie wollten diese Macht selbst haben, um selbst bestimmen zu können. Dann sehen wir in 1. Mose 3, Verse 5 bis 6, die erste Sünde. Da steht, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott, und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er sie weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Wie Gott sein. Macht und Selbstbestimmung. Die Menschen im Garten Eden hatten wortwörtlich alles perfekt. Sie hatten alles perfekt. Sie haben keine Sorgen gehabt, keine Probleme. Alles gut. Aber sie waren Gott untertan. Und der Mensch neigt immer zu mehr Macht und zu mehr Selbstbestimmung. Sie wollten auch die Weisheit haben, die Gott hat. Sie wollten so sein wie Gott. In 1. Mose 6, Vers 4, das war kurz vor der Flut. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren, das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Da waren diese Engel, Gottessöhne, die Engel, die mit den Frauen, mit den menschlichen Frauen zusammenkamen, und dann wurden Kinder geboren, die stärker, die mächtiger waren als die normalen Menschen. Das waren die Helden, das waren die Legenden. Die Menschen wollen immer besser sein als die anderen, sie wollen mehr Macht haben. Ja? Ich denke, dass das genau der Grund ist, warum sich diese Frauen darauf eingelassen haben, eben mit diesen Engeln zusammenzukommen, weil dann komme ich einen Sohn, der mächtig ist, oder eine Tochter, die mächtig ist. Mächtiger als die anderen. Wie so ein Gott, wie ein Herkules, ja? Erster Mose 11, Verse 3 bis 4. Da geht es um den Turmbau zu Babel. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht,
dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Sie wollten einen Turm bauen, der bis in den Himmel, bis zu Gott reicht. Warum? Damit sie einen Namen haben. Übrigens, welche Stadt wurde da gebaut? Babylon. Macht, Ruhm, Dasein, wo Gott ist, Selbstbestimmung, wir bauen eine Stadt, wir bauen einen Turm und die stecken da so viel Energie rein, die erfinden neue Konstruktionsmethoden, die besser sind, die stärker sind, um noch höher bauen zu können und noch stärker bauen zu können, damit sie Gott nicht mehr brauchen, damit sie wie Gott sein können. Ja, auch für dieses Verlangen nach Macht, dieses Verlangen, wie ein Gott zu sein, gibt es viele Beispiele. Ja? Und wenn ich von einem Verlangen rede, wie Gott zu sein, dann wirkt sich das nicht so aus wie, ja, ich möchte jetzt, dass ihr mich alle anbetet, sondern nein, einfach, wenn man wenn man angehimmelt wird, wenn man von den Leuten Lob empfängt, wenn man hochgehoben wird ein bisschen von den anderen Menschen, weil man so gut ist. Ja? Danach sehnen wir uns. Danach sehnt sich unser Fleisch, nach dieser Anerkennung. Wir alle möchten in unserem Fleisch erhoben werden, aber das ist der Platz, wo Gott ist. In Leitung zu sein, nicht um Gott dienen zu können, sondern um Macht ausüben zu können, zum Beispiel. Oder Dinge nach den eigenen Vorstellungen regeln zu müssen. Das ist die Gefahr, zum Beispiel auch in der Gemeinde, wenn man irgendeine Position hat. Wenn man zum Beispiel Leiter vom Kinderdienst ist, ist man Leiter vom Kinderdienst, weil man, oder vielleicht meistens fängt es so an, man wird Leiter vom Kinderdienst und man möchte den Kindern Gott näher bringen. Man hat die richtige Einstellung, man möchte Gott dienen, aber irgendwann, und manchmal, wenn wir uns nicht darüber bewusst sind, geht es dann darüber, dass man eigentlich die Sachen kontrollieren will. Dass man selbst bestimmen möchte, was passiert und nicht mehr Gott den Freiraum gibt, zu handeln, wie er möchte. Ja, das kann in der Gemeindeleitung passieren, das kann überall passieren in der Gemeinde, sobald man in eine Position kommt, wo man Leiter ist. Woher kann man wissen, ob man davon betroffen ist? Man kann sich ein paar Fragen stellen. Man muss sich erstmal bewusst sein, dass es diese Neigung überhaupt gibt. Man muss sich erstmal bewusst sein, dass diese Gefahr besteht. Und dann muss man sich fragen, ja, könnte ich dieses Amt einfach so abgeben? Wäre ich in der Lage dazu, wenn Gott mir das zeigt, einfach zu sagen, okay. Wäre ich in der Lage, wenn Gott sagt, ich möchte Dinge verändern, einfach zu sagen, Herr, du bist der Chef, tu's, auch wenn ich das jetzt erstmal nicht verstehe so oder nicht möchte. Kannst du beiseite treten, wenn Gott einen Nachfolger bringt? Das ist auch oftmals schwierig, wenn man investiert hat, eine bestimmte Sache aufzubauen. Und dann sagt Gott so, und jetzt kommt der Nächste dran. Kannst du einfach beiseite treten und mit reinem Herzen dem Nächsten Gottes Segen wünschen, dass er noch mehr gelingen hat, dass es noch besser wird als unter deiner eigenen Leitung? Gar nicht so einfach manchmal. Mein dritter Punkt ist, eigene Götter machen. 2. Mose, kommen wir wieder zu Mose zurück. 2. Mose 32, Vers 1. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam,
Da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Das Volk Israel wollte sich eigene Götter machen. Warum will man sich eigene Götter machen? Das ist ganz praktisch. Wenn man sich selbst einen Gott macht, dann kann man nämlich bestimmen, was dieser Gott möchte, sagt und befiehlt und so weiter. Und wie man diesen Gott anzubeten hat. Jetzt kann man denken, ja, wie findet man das jetzt heute in den Gemeinden? Wo findet man denn Gemeinden, die Baal anbeten oder Allah anbeten? Ich meine christlichen Gemeinden. Aber wir tun das auch. Wir tun es mit anderen Lehren, die nicht in der Bibel stehen. Petrus schreibt in 2. Petrus 2, Verse 1 bis 3, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Beispiel Zeugen Jehovas. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Da fallen mir einige von den Fernsehpredigern ein. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Ja, schlimm genug, dass es diese falschen Propheten gibt, aber noch viel schlimmer, dass viele diesen falschen Propheten nachfolgen, diesen falschen Lehren. Warum? Warum tun wir das? Weil es neu ist vielleicht, ja? Weil es was Neues ist, was Aufregendes ist, was vielleicht gelehrt wird. Oder weil es mir in meinem Verstand besser passt, weil es cool ist, weil es hip ist, weil es modern ist, zeitgemäß ist. Manchmal auch einfach nur, weil bestimmte Lehrer sehr gut reden können. Und die Leute mit Charme so manipulieren, dass sie blind sind und nicht mehr drauf achten. 1. Timotheus 4, Verse 1 bis 2. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei und Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Ja, Paulus sagt hier, dass hinter den falschen Lehren auch falsche Geister stehen. Sogar Dämonen. Wie auch hinter den Götzen im Alten Testament. Das ist es ja gerade. Satan baut zig Götzen, 100 verschiedene Götzen. Alles ist egal, solange es nicht der eine wahre Gott ist, den man anbetet. Und hinter jedem Götzen steht ein Dämon, der diese Anbetung empfängt. So ist es auch mit den Falschlehren. Steht hier, es ist kein Unterschied. In 2. Timotheus 4, Verse 3 bis 4, hatten wir schon öfter in letzter Zeit, kommt immer wieder bei mir rein, die Predigt. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Das ist die Neigung. Das ist die Neigung, die in uns drinsteckt. Und so ist es heute in der Gemeinde mit anderen Lehren. Matthäus? Nanu, wo ist denn der 1. Johannes hin? Na, dann lese ich euch vor. Der 1. Johannes in Kapitel 4, Vers 1 steht: Geliebte, glaubt nicht an jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten, die in die Welt ausgegangen. Nochmal. Geliebte,
glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Ja, hinter den falschen Lehren stehen falsche Geister. Nicht der Heilige Geist. Jeder andere Geist ist dem Satan recht, aber folgt nicht dem Heiligen Geist nach. Daher sollen wir die Geister prüfen. Und der erste Gedanke, der kommt, ist, ja, ist es nicht offensichtlich? Würde ich nicht offensichtlich erkennen, ob was von Heiligen Geist oder ob was von einem falschen Geist kommt, einem anderen Geist? Ist nicht so offensichtlich. Satan kommt oft in der Gestalt von Licht, um Leute zu verführen. Das ist nicht offensichtlich. Wir sollen prüfen. Jetzt haben wir von Petrus gehört, der uns davon warnt. Wir haben von Paulus gehört, dass er davon warnt. Wir haben von Johannes gehört, dass er uns davor warnt. Und Jesus warnt auch davor in Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Paulus, Petrus, Johannes, Jesus, warum warnen alle vor falschen Propheten, wenn es nicht eine wirkliche Gefahr für uns ist? Wenn die Gemeinden nicht ganz stark davon betroffen sind? Ja? Wir sollen das ernst nehmen. Wir müssen uns mit solchen Dingen befassen. Der Grund, warum das so stark rüberkommt, glaube ich, ist einfach auch die Neigung, die wir haben, wenn wir über solche Sachen hören, wenn wir hören, falsche Lehre, falsche Propheten und so weiter und so fort, dann fallen uns immer die anderen ein. Aber die Bibel ist nicht für dich gegeben von Gott, dass du andere damit richtest, sondern dass du selbst dich betrachtest. Selbst prüfst, selbst erkennst, hoppla, es gibt Gefahren, es gibt Dinge, zu denen mein Fleisch sich neigt, wo der Teufel mit meinem Fleisch zusammenarbeitet, um mich vom Weg abzubringen. Und dann aufpassen und immer wieder selbst prüfen. Wenn ich Predigten vorbereite, ich mache das jedes Mal. Ich passe immer so auf, dass das, was ich sage, von der Bibel kommt. Deswegen habe ich so viele Bibelverse drin. Weil ich genau weiß, dass ich Fleisch habe, das Neigungen hat, die mich von dieser Wahrheit wegbringen wollen. Die wollen, dass ich etwas rüberbringe, euch etwas erzähle, das nicht biblisch ist. Das nicht vom richtigen Geist kommt. Und der Geist von Sven, mein Geist, ist auch nicht der richtige Geist. Der Heilige Geist ist der richtige Geist. Und deswegen passe ich so auf, wenn ich predige und ihr müsst aufpassen und die Geister prüfen, wenn gepredigt wird, ob das auch passt und richtig ist. Es ist immer gut, wenn wir unseren eigenen Schwächen bewusst sind, damit wir uns selbst prüfen und damit auch selbst schützen können. In Römer Kapitel 7, Vers 18 bis 19, da steht, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Um wieder zurückzukommen zu dem Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Ja? Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. In unserem Fleisch ist nichts Gutes drin. Auch wenn uns die Welt immer wieder sagt, wie gut wir eigentlich sind in unserer Menschlichkeit. Aber unsere Menschlichkeit, unser Fleisch ist nicht gut.
Jesus ist gut in uns drin. Der Heilige Geist ist gut in uns drin. Aber aus uns selbst kommt nichts Gutes raus. Ja, die ganzen Warnungen stehen nicht in erster Linie in der Bibel, um andere zu belehren und zu richten, sondern um uns selbst zu überführen und zu schützen. Und wir können uns schützen, indem wir Dinge anhand von Gottes Wort prüfen. In 2. Timotheus Kapitel 4, Verse 1 bis 2, da steht: Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Das steht direkt vor dem, was ich vorher hatte, über die Ohren, dass wir geneigt sind, falschen Geistern zuzuhören, falschen Lehren zuzuhören, uns falsche Prediger kommen zu lassen, die uns einfach das sagen, was wir hören wollen. Aber hier sagt Paulus zu Timotheus: Pass auf, verkündige das Wort. Ja, egal, ob es passt oder nicht passt, den Leuten. Und wozu? Überführen. Überführe, das ist nämlich das, was das Wort tut. Es überführt uns, wenn wir Fehler gemacht haben, wenn Dinge falsch laufen. Ja? Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut. Das sind keine angenehmen Dinge, die hier in der Predigt geschehen sollen. Gott möchte uns auch angenehme Dinge bringen. Ja? Gott möchte, dass wir uns wohlfühlen. Gott beschützt uns. Gott stärkt uns. Gott hilft uns. Gott steht uns bei. Gott gibt uns wunderbare Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Aber, das ist alles schön und gut, aber er möchte auch uns überführen, uns tadeln, uns ermahnen. Und das ist auch wichtig. Weil wenn das nicht dazugehört, dann kommen wir vom Weg ab. Und das sagt Paulus dem Timotheus hier. Und ein bisschen später im gleichen Kapitel, da steht der Vers 18, nämlich das, was letztendlich auch unsere Hoffnung ist. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich habe über Kräfte geredet heute Morgen. Und diese Kräfte, wie die physikalischen Kräfte, die ständig wirken, wie die Schwerkraft, so gibt es eben auch geistliche Kräfte, die ständig wirken, Lüste und Verlangen, die unser Fleisch hat, die ständig da sind, gegen die wir permanent ankämpfen müssen, solange wir leben. Aber die Hoffnung ist eben die, dass wir am Ende dieses Lebens in den Himmel kommen. Und dann haben wir diesen ganzen Dreck aus unserem Fleisch nicht mehr. Ja, dann dürfen wir bei Gott sein für eine Ewigkeit. Und das Leben, das uns jetzt so ewig lange vorkommt und so schwer vorkommt, und immer wieder die Kämpfe und immer wieder fallen wir hin und müssen um Vergebung bitten und stehen wieder auf, und wie das Volk Israel. Ja? Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Aber Gott ist auch immer wieder da, um uns aufzurichten. Darum ist meine Ermutigung heute Morgen, dass wir Gott um Klarheit bitten. Dass wir die falschen Lehren und die falschen Geister erkennen können, dass wir seine Wahrheit erkennen können, dass wir ihn wirklich in Geist und Wahrheit dienen können und dass er uns zeigt, wo wir Fehler gemacht haben, dass wir diese wieder vor Gott bringen können und wieder hergestellt werden.
in Richter immer wieder, durch die Könige hindurch, immer wieder. Das Volk Israel macht was falsch. Gott richtet sie, er tadelt sie, sie tun Buße und Gott stellt sie wieder her. Gott ist gnädig. Ja? Und wir wissen, dass wir Jesus haben und wir wissen, dass wir das ewige Leben haben und dass diese ganzen Kämpfe irgendwann aufhören. Und darin ist unsere Hoffnung. Und in der Zwischenzeit verkündigen wir das Evangelium so vielen Menschen, wie wir können, damit sie auch gerettet werden. Lass uns beten. Ja, himmlischer Vater, so bitte ich dich heute Morgen, Herr, dass du uns deine Wahrheit aufzeigst, Herr, dass du uns vor Augen führst, Herr, was dein perfekter Wille und dein Weg ist. Herr, dass du uns aufzeigst, Herr, in aller Klarheit, wenn wir Fehler gemacht haben. Herr, dass du uns aufzeigst, wenn es Dinge gibt, die wir glauben, die nicht richtig sind. Herr, hilf du uns, dein Wort zu verstehen. Hilf du uns, deine Wahrheit zu erkennen. Und hilf du uns, die Geister zu unterscheiden, Herr. Und hilf du uns als Gemeinde, Herr, ein Fels zu sein, ein Licht zu sein. Herr, hier in Heppenheim, wo dein Wort in Wahrheit gepredigt und gelehrt wird und wo es rausstrahlen kann, Herr, in die Welt, in die Dunkelheit hinein. Amen.